Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, nachdem ich die letzte Aufnahmesession wegen eines Bugs so abrupt abbrechen musste, sind wir jetzt wieder hier im Tempel von Lolf. Zum Glück aber war das Spiel so nett, mir ein Autosave zu machen, dass ich die Dracheneier schon habe. Und ja, ich habe mal im Internet bei den Komplettlösungen so, also bei den Walkthroughs gespickelt, wie man diese Sache mit den Eiern eleganter lösen kann und bin auf eine so einfache Sache gestoßen, dass man sie eigentlich schon vergessen tut, nämlich Heiligtum. Du warst Priesterzauber, was jeder Priester besitzt. Außer Yahira, weil die Druidin ist und keine Klerikerin. Weil Heiligtum tun alle Gegner den Priester ignorieren. Solange der keine Offensivzauber einsetzt. Das heißt, er kann Türen öffnen, er kann Kisten öffnen. Es geht nicht weg. Ah, das heißt Unsichtbarkeit. Ja, so hätte man ganz leicht in das Ding reinmarschieren können. Und wieder rausmarschieren. Ja, ich find's lustig, in den Turm können wir noch rein. Weil der Mitbewohner hier tot ist, aber in den anderen Turm können wir leider nicht mehr rein. Wenn ihr es wollt. Ich stimme dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Also ins Haus Gerard können wir nicht mehr rein. Das heißt, Gesellschaft weiblicher Krieger. Dort übergeben wir jetzt der einen Fae den Stein. Fähre, so heißt sie. Ihr schon wieder. Ah, ihr seid ein Schatz, mein brillantes Weibchen. Das seid ihr wirklich. Ihr habt getan, was man vor euch verlangte und seid mit den Eiern zurückgekehrt. Wo sind sie? Hier hast du die falschen Eier. Und das sind die Eier des Silberdrachens? Ja, sie müssen es sein. Vielen Dank, Veldrin. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Ich gehe jetzt zum Tempel, um dem Ritual beizuwohnen. Ich erwarte, dass ihr mir bei meinem Sieg zugegen seid. Geht zum Tempel, wir treffen uns dort. Und verspätet euch nicht, sonst werde ich äußerst zornig. Teufelchen, ah, hier bin ich. Ihr euch wundern, wer ich sein, ja? Treuer Diener des Silbernen, für immer. Der Silberne, ihr dienen oder ihr sie etwas bitten, das ist gleich. Ich euch beobachten. Eine Zeit ganz interessant euch beobachten. Listig. Hinterlist auf Hinterlist. Die Eier des Silbernen sicher vor schnellen Schaden sie sein. Aber ihr sie aus der Stadt rausbringen. Magisch verschlossen versiegelt die Stadt. Sein Tod erst sein müssen Mutter Oberin Ardolenz, wenn wieder gehen wollen. Wenn Mutter Oberin tot, ihr mit Eiern fliehen. Viel Ärger von Priesterinnen kommen. Minuten, ihr haben vielleicht Ehe. Tarnung durchschauen. Schnell abhauen, ihr. Enttäuschen die Silberne sie zu euch kommen werden. Ihr das nicht mögen werden. Eier retten, ihr müsst. Ja, zur Tochter von Mutter Oberin, ihr müsst. So. Was haben wir jetzt noch nicht vorgelesen? Wer hat mir den gesamten Plan von Ardolenz enthüllt? Die Ritual beabsichtigen, zur Oberfläche zurückzudringen, zu welchem Zweck auch immer. Doch das Ritual von Oberin Ardolenz wird einen mächtigen Dämon beschwören, der die Dwar unterstützen wird. Als Gegner jetzt so für die Dienste des Dämons sollen diese die Dracheneier geopfert werden, wodurch das Haus des Pana in den Augen Leuts an Ansehen gewinnt. Fähre beabsichtigt, Ardolenz zu hintergehen und hat mich mehr oder weniger zur Mitarbeit bewegt. Sie will, dass ich in die Schatzkammer des Pana im Tempel von Lolf gehe und die Eier des Silberdrachens durch die von Fähre angefertigten Fälschungen ersetze. Sobald Ardolenz dann die gefälschten Eier anbietet, kann Fair mit den echten auftreten. Bei meinem Besuch in der Schatzkammer muss ich vorsichtig sein. Wenn sie das Töten der Wache nicht umgehen lässt, dann muss es sehr diskret geschehen. Und selbst wenn ich die Eier finden sollte, die Stadt wurde von Oberin Ardolenz abgeriegelt. Es gibt keine Fluchtmöglichkeit. Ich muss das Spiel mitspielen. Vorerst jedenfalls. Ich gab Fair die Eier, die ich von Solafin erhalten habe, und es ist so, als wäre sie auf meinen kleinen Trick reingefallen. Die echten Eier sind immer noch in meinem Besitz und beide, Fair und Mutter Oberin Ardolenz, glauben nun, sie hätten die echten Eier für das Ritual. Fair ist zum Tempel von Lolf vorgegangen und wir fahren mir sofort zu folgen.
Ein Teufelchen, das behauptete, da steht, naja, okay, ein Tüffelchen. Da ist ein Buchstabendreher drin. Das behauptete, es sei von dem Silberdrachen geschickt worden, tauchte gerade auf und erklärte mir, dass ich erst Mutter Oberin Adolens töten müsse, bevor ich mit den Eiern aus der Stadt fliehen könne. Wenn ich das mache, bleiben mir nur noch ein paar Minuten, um aus der Stadt zu kommen, bevor meine Verkleidung von den verärgerten Zofen Lolz entdeckt wird. Kein Zweifel, meine Chance wird sich während des Rituals ergeben. Ganz schön knapp. Aber ja. Wenn es das ist, was ihr wollt. Bürgerliche nur. Wir sind allesamt Helden. Ihr, Bo und ich. Hamster und Waldläufer auf der ganzen Welt. Frohlocket! Das heißt, sobald wir aus dem Tempel draußen sind, spricht er wie Hast und wir rennen einfach durch alles durch. So gut wie wir können. Schon wieder. Ah, ihr seid gekommen. Das Ritual kann jeden Moment beginnen und mein Aufstieg wird überaus süß sein. Lasst uns warten, Weltrin. Tretet vor mich. Nun gut, alle Vorbereitungen wurden getroffen. Es ist Zeit, um mit dem Ritual zu beginnen. Im Augenblick sind die Dunkelelfen die unangefochteten Herrscher und das Haus des Pana steht an oberster Stelle unter ihnen. Stellt sicher, dass nichts meine Handlung unterbricht. Wenn der Dämon erscheint, greift nicht ein. Viel Verhalten, der hier anwesend wird, mit schnellem Tode und ewiger Pein bestraft. Jetzt werde ich beginnen. Ja. Einmal Dämonentor. Niederer Dämonenfürst. Na nur Niederer, kein Balor. Da bin ich. Ihr habt mich meiner Ebene entrissen, Dunkling. Ab guten Grund oder ich werde Dunkling Blut als meinen Lohn nehmen. Na gut, sprechen eher nicht können. Ich habe gute Gründe, Fürst der Unterwelt. Ich ersuche euch, der Sache der Dunkelelfe im Krieg gegen unseren verhassten Cousins aus der Oberwelt dienlich zu sein. Und ihr blasses Fleisch in Stücke zu schneiden. Und welche Art Opfer bietet ihr für eine solche Tat an, Dunkling? Welche Zahlweise garantiert ihr für meine Hilfe? Ich biete euch, Fürst der Dämonen, diese Eier eines silbernen Drachen, einer selbstgerechten Kreatur des Lichts. Ihr könnt mit ihnen machen, was ihr wollt, im Gegenzug für eure Hilfe. Dummer Dunkling, glaubt ihr, ich würde auf eine solche simple Täuschung hereinfallen? Ich? Was meint ihr, dunkler Fürst? Dies sind die... Sie sind falsch, Dunkling. Ich will sie als Opfer nehmen, während sie echt, aber jetzt habt ihr mich beleidigt. Geht zugrunde, kleine Dunklingfrau. Nein, nein, Lolf, beschützt eure Treue. Das ist das Problem mit Lolf. Sie macht, was sie will, denn sie hält sich selber für die Göttin des Chaos. Ihr macht Spaß zu sehen, wie ihre Leute selber vor die Hunde gehen, durch ihre ganzen Intrigen. Wie könnt ihr es wagen, mich erscheinen zu lassen? Wie könnt ihr es wagen, mich mit Eiern aus verhasstem Silber zu locken? Mich dann aber zu betrügen? Ich möchte am liebsten diese ganze Stadt in Schutt und Asche legen. Haltet ein, Dämon. Ich bin die Tochter derjenigen, die ich euch beschwöre. Und ich habe die Eier, nach denen ihr sucht. Ich biete sie euch als Opfer an. Hahaha, man hat euch einen grandiosen Streich gespielt, Lungding-Tochter. Die Eier dort sind auch falsch. Wie bitte? Nein, es ist Weldrin. Weldrin, was habt ihr mir angetan? Das Ballkind hat euch umgebracht, Dunkling-Tochter. Sehr amüsant in der Tat. Hahaha. Kommt jetzt und lasst euch umbringen. Nein, ich werde euch vernichten, Weldrin. Ich finde euch und dann fresse ich euer schlagendes Herz. Ich werde... Sterbt, schwarzherziger Teufel. Mögen alle Höllen euch unzerkleinert schlucken. Nun, es scheint, es gäbe jetzt gar keine echten Dracheneier. Wie schade. Wenn es kein besseres Angebot gibt, werde ich mich zurückziehen. Nichts sagen. So sei es, sterblich. So sei es. Sterbliche sind solche Narren. Fragt nur, euer Wunsch ist mein Begehr. Okay, sie hat Zeug. Ein Plattenpanzer, ein Ring.
Ach, Minsk hätte hier noch Platz. Die Mohren auch. So, was hast du noch? Das sieht nach einem Dunkelelfen-Catnip aus. Dwarf-Dings da. Ah, Solarfans gefälschte Eier. Die nehmen wir auch mal mit. Ja, ein Dwarf-Elfen-Kettenhemd. Ja, nun gut. Ich helfe, wo immer ich kann. Okay, Ivy, sprich hast. Was möchtet ihr? Dass wir schnell hier rauskommen. Erzählt mir mehr davon. Fehlt hier nicht jemand? Nein, sind alle da, gut. Ihr müsst. Gut, wir sind draußen. Keine große Herausforderung. Ach ja, Harry. Unsichtbarkeit können wir wieder rausnehmen und dafür wieder den Kettenzauber einnehmen. So, das sind die gefälschten Eier, die echten hätte ich gerne. Im Schatten verstecken, leise bewegen, Rettungswurf gegen Drachenodem. Was ist mit dem Ring? Zauberwind, der Ring. Kann man täglich geringe Zauber zurückwerfen. Die Stabschreiber. Stecken der Beherrschung. Ach, nicht ganz so toll. Ich habe ja nur noch den Plattenpanzer, aber den kann ich nicht so leicht identifizieren. Naja, gut. Ihr müsst. Dann gucken wir, dass wir hier verschwinden. Nun gut. Tag. Wir treffen uns dort. Ihr kehrt zurück. Ihr seid erfolgreich zurückgekehrt. Ich spüre, wie ihr meine schönen Eier bei euch tragt. Ich werde sie nehmen und euch die versprochene Belohnung geben. Möge es euch in der kommenden Zeit gute Dienste leisten. Ach, ich hatte auch einen sicheren Fruchtweg versprochen, nicht wahr? Einen, der euch näher an Bodhi und Irenikus heranbringt. Ich werde uns dorthin transportieren und euch sicher weggehen sehen. In der Tat hättet ihr auch selbst dorthin gelangen können, aber es wäre bedeutend blutiger zugegangen. Es war mir eine Ehre, euch zu dienen. Darf ich annehmen, dass ihr die Dwar jetzt bestraft? Ich bin einfach froh, dass diese Tortur ein Ende hat und ich zurück in die Oberwelt kann. Ich habe es nur wegen des Gegenstands gemacht. Ihr wart nicht nötig, also macht euch davon und geht. Nehme ich mal die Eins. Nein, was sie verdienen, werden sie von den Elfen bekommen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Meine letzte Tat hier wird vielleicht in ein paar ausgewählten Todesfällen bestehen. Eine Lektion für jene, die letztendlich für meinen Hader verantwortlich sind. Sie werden wissen, dass sie meine Wege nicht wieder kreuzen sollen. Aber das kommt später. Ich werde euch, wie versprochen, helfen und mich dann um meine eigenen Belange kümmern. Ehe ich euch auf den Weg zur Oberwelt bringe, muss ich mich in eine etwas geeignetere Form bringen. Nun werde ich uns in die Nähe der Oberfläche bringen.
Ja. Ja, nun werde ich uns in die Nähe der Oberfläche bringen zu den Ruinen, die ich bewache. So, wir haben jetzt Adalon in menschlicher, also in humanoider Form auf unserer Seite. Habe ich eigentlich an den Schwierigkeitsgrad gedacht? Ja. Weil ich gerade sehe, dass sie mir wieder aufleveln dürfen. Schon erledigt. Ich warte auf euren Befehl.